Herzlich willkommen zu Let's Talk About Machine Language. Ja, hallo, hier ist der Underwater Frank und der... Ja, hier ist der Tampi, hallo. Ja, heute zu Gast, Deutschlands größter Fishing Planet Let's Player. Der weltbekannte Let's Player überhaupt. Der Traum aller kalten Füße. Das ist unser aller Hausschuh, der Pantoffel. Hallo. Ja, so sieht es aus. Moin, wie geht's? Ja, super, dass du hier bist. Ja, stell dich doch mal kurz vor für einige Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen oder so. Welches Level hast du? Ja, wie du schon sagst, bin eine Pantoffel. Hab Level 23 aktuell in Fishing Planet. Und ja, spiele eigentlich seit Anfang an, seit Closed Beta. Voll dabei, mal mehr, mal weniger. Aber die meisten kennen mich wahrscheinlich. Und was ist so dein Lieblingssee noch, so allgemein gesehen? Da habe ich jetzt gar nicht mal so den Lieblingssee unbedingt. Also ist immer so tagesformabhängig, je nachdem. Alaska mache ich eigentlich ganz gerne, weil da finde ich eigentlich von der Umgebung her ganz schön. Mhm. Und deshalb würde ich das jetzt als meinen Lieblingssee bezeichnen. Ja, was würdest du denn, sag ich mal, jetzt so im Spiel gesehen als positiv werten, sag ich mal, so, oder was findest du richtig gut an dem Spiel so? Ich will da gar nicht mal so einzelne Aspekte hervorheben. Eigentlich finde ich das generell so das ganze Spiel an sich ziemlich positiv, weil wenn man mal überlegt, was da so auf dem Markt überhaupt an Konkurrenzprodukten verfügbar ist, sag ich mal, ist das ja wenig vorhanden. Ne? Ich meine, also ich angeln, seit ich klein bin, und dementsprechend habe ich auch seit, keine Ahnung, wann habe ich einen PC, weiß ich nicht, aber seitdem habe ich halt dann auch immer meine Angelspiele reingeguckt und, keine Ahnung, den einen oder anderen kennt vielleicht noch Trophy-Bars oder sowas zum Beispiel. Genau. das war halt früher so das, was du gespielt hast, ne? Und danach gab es, glaube ich, noch Rapalas Pro-Fishing oder sowas. Genau. Aber danach hast du auch lange überhaupt nichts mehr gehört von irgendwelchen Angelspielen. Und deshalb, dass es überhaupt jetzt so eine Möglichkeit gibt, so ein Spiel halt mal wieder zu spielen, ist natürlich und dann noch Free-to-Play, ne? Ja, das kommt natürlich noch dazu. Ja, auf jeden Fall, ja. Und nochmal sonst mal eine allgemeine Frage. Wie kamst du eigentlich auf den Namen Pantoffel? Boah, ja. Das ist eine gute Frage. Eigentlich heiße ich in jedem Spiel Pantoffel. Ah, okay. Hast du einfach so ausgedacht dann? Ja, ich hab ganz früher mal so ein Online-Spiel gespielt. Und da hieß ich Pantoffel Rock Tierchen, glaube ich. Und deshalb hat sich das Pantoffel irgendwie über die Jahre behalten und ja. Ja. Ja, hast du irgendwie negative Sachen, die du hier an dem Spiel. Ja, negativ jetzt nicht so unbedingt viel, aber mir fehlt so ein bisschen manchmal der Realismus, ne, dass du da halt irgendwie, also du hast jetzt nicht so das Gefühl, wenn du zum Beispiel einen einzigartigen fängst oder so, dass das wirklich ein einzigartiger ist, weil du halt genau weißt, wann der beißt und was du dafür machen musst, dann ist halt, du wirfst immer an dieselbe Stelle zur selben Uhrzeit und dann fängst du den halt. Ja, genau. Dann ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie groß so ein Glücksgefühl hast, wenn du den fängst. Ich meine, klar, ich bin teilweise auch verzweifelt bei manchen Fischen. Ich glaube, gerade am Anfang war das ziemlich schwer, wenn du in New York zum Beispiel auf den Zander geangelt hast, als den und da noch gab ihn einzigartig. Da standst du ja teilweise ein paar Tage, bis du mal einen gefangen hast. Ja. Da hast du dann so ein Gefühl gehabt, dass du dann wirklich was geschafft hast. Aber jetzt aktuell so, wenn du dann, da gehst du halt nach den Uhrzeiten und fängst sie halt. Das fehlt mir so ein bisschen. Das fand ich auch halt als Negativpunkt, dass es halt zu viele einzigartige gibt. Ja. Also das sollte ja schon wirklich was sehr Besonderes sein, wenn man so ein Ding fängt. Ja, bin ich mal gespannt. Oh. Die haben ja gesagt, dass die das ändern wollen, von daher. Also ich bin erstmal optimistisch entgegen. Bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt alles im großen Patch noch kommt, was jetzt so nicht groß angekündigt wurde, sondern was halt einfach so zusätzlich kommt, ne? Also ob die Dash vielleicht schon die optischen Hinweise drin haben oder ja, es ist ja mit so das größte Update, was jetzt kommt, so, ne, seit Ewigkeiten auch, ne? Ja. Daher, ich glaube, die hatten das sogar schon gesagt, wann das kommt mit den optischen Dingern, oder? Oder stand das so in der Roadmap drin? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich denke mal, dass wir spätestens dann bis zu den Booten haben werden. Also werden ja sowieso zwei große Updates kommen. Einmal das jetzt im Dezember und dann nochmal Januar, März, Februar, was hatten die gesagt? Keine Ahnung, Anfang des Jahres auf jeden Fall. Ja, die haben ja vorausgesetzt, dass die 3D-Avatare auf jeden Fall ready sein müssen, bevor die Boote kommen, ne? Logisch. Sonst macht das wenig Sinn.
Ja. Ja. Und das Geile ist ja, wenn die 3D-Avatare kommen, dann sind ja die Spots weg, ne? Weil es würden ja alle auf einem Spot stehen. Ja, hoffen wir zumindest, ne? Also, das wäre natürlich doch der Super-GAU, wenn die 3D-Avatare raushauen und dann steht da. Jeder steht auf einem Flexer, wie beim Mini-Fußball, weißt du? Das wäre natürlich der Super-GAU. Du bist also auch Realangler? Ja. Hast du da irgendwie einen Zielfisch? Bist du Raubfischer, Allrounder oder Karpfenangler? Boah, also eigentlich ganz gerne Barsche und so. Mhm. Also schon eher Raubfisch, aber wenn du mal irgendwie gechillt angeln willst, dann eher so Aal. Ah, okay. Da brauchst du nicht so viel machen. Bisschen also, sitzen. Also mehr so Nachtangeln dann auch. Ja, Aal immer Nachtangeln, ja. Barsch dann fast über, ne, aber. Mhm. Und was war so dein größter Fisch, den du bisher gefangen hast? Mein größter Fisch, boah, lass mich überlegen. Wahrscheinlich irgendein Fisch in Norwegen, Dorsch oder sowas. Okay. Ich weiß, was auch mal eine Woche auf dem Ebro in Spanien, aber da haben alle einen Wels gefangen, nur ich nicht. Oh, schade. So lief das. Ich habe da immer die ganzen Köder dran gemacht, dann so gesagt, boah, Marc, komm, du kannst das richtig gut, ne? Die Fische hier schön auf den Haken aufschließen, dass die noch eine Woche später leben. Ja, scheiße. Bei denen hat es Erfolg gebracht, bei mir nicht. Ja, wirklich. Das ist oftmals so, man steht irgendwie am Ufer, hat die Angel drinne und du siehst dann der Nachbar irgendwie 10 Meter weiter, der holt einen nach anderen raus. Und du fragst dann, ja, womit fängst du die da und da und damit? Ja, du machst alles genau dasselbe, aber du kriegst keinen Fisch raus eigentlich. Ja, weil ich weiß, das verhext. Ja, wir waren alle noch nicht Fisch, ne? Wir wissen nicht, was da abgeht. Nee, also gerade auch so als Entwickler eine Fisch-KI zu programmieren, ne? Klar versucht man dann immer so ein bisschen, dass das halt so den normalen Angeln so ein bisschen nacherfunden wird, aber ich glaube, das ist schon schwierig, das für jeden so gerecht zu machen auch, ne? Ja, ich meine, ich studiere ja auch Informatik, beziehungsweise Dienstleistungsinformatik und da haben auch schon etliche KIs selber geschrieben, nicht unbedingt für Fische oder sowas, aber generell KIs und du musst halt da teilweise so stark abstrahieren, dass du das nicht unbedingt immer so alles real unbedingt hinbekommst, weil das schon ziemlich komplex alles ist. Ne? Deshalb, das war ja zum Beispiel auch bei den, jetzt quasi bei den Boxen mit den speziellen Spawnpunkten. Ja. Du kannst ja nicht da reinschreiben, keine Ahnung, dass der Fisch irgendwie sich vermehrt in Krautnähe aufhalten soll. Also kannst du schon machen, das wäre halt mega aufwendig. Ja. Weil du dann halt quasi alles als Parameter angeben müsstest, wo da Kraut ist. Du musst quasi dem Fisch eine eigene Map mitgeben und was weiß ich. Ja. Das wäre halt viel zu komplex und so sagst du halt, okay, wir setzen da so eine Krautbox hin quasi und in der spawnt halt der Fisch. Ja, das ist halt alles abstrahiert irgendwie und deshalb machen die dann halt so und... Aber die arbeiten ja an der KI, haben sie gesagt, von nachher mal gucken, Was da verbessert wird. Bin gespannt, wie sich das dann noch alles äußern wird, ne? Ja. Also ich habe ja noch einen großen Negativpunkt und zwar ist das mit der geringen Schnurspannung. Du bist am Drillen und Drillen und irgendwann kommt der Fisch dir entgegengeschwommen. Und daher verlierst du ihn wegen geringer Schnurspannung. Also, ich weiß nicht, klar kann man Fisch auch real abhauen, wenn du den am Haken hast, aber ich denke mal, wenn man jetzt zum Beispiel Hecht fängt mit dem Wobbler, Drilling dran, zwei eventuell sogar, und dass der dann noch abgeht, also, finde ich ein wenig unrealistisch. Ja, du hast halt manchmal, hast halt irgendwie dein Maximum an Kurbelgeschwindigkeit erreicht und das ist halt ein bisschen, ich weiß, was du meinst. Das ist halt normalerweise, also ich könnte es auch einfach dann volle Pulle durchkommen und dann kannst du halt im Spiel nicht. Ja, zur Zeit ist das ja halt auch so, wenn man jetzt das mit den Muskis sieht oder halt auch mit den Königslachsen, wenn du da halt nicht wirklich mit die stärkste Rute hast, dann hast du da wie so einen Unendlichkeitsdrill und das, was Tampi dann halt meint, dass dann du eine halbe Stunde oder eine Stunde da echt Zeit am Drillen bist und auf einmal schwimmt er so schnell auf dich zu und ist dann entkommen. Und das ist so für viele Leute halt total demotivierend und die haben dann überhaupt keine Lust und starten dann vielleicht auch ein paar Tage das Spiel nicht mehr, weißt du, und ja. Das ist halt momentan noch ein bisschen krass, dass man halt wirklich bestimmte, Ausrüstung auch braucht, ansonsten kriegt man den nicht vernünftig gelandet, ne? Ja, aber auch, dass die so eine starke Ausrüstung fordern, ne? Ich meine, wenn du da das anguckst, was du quasi an Minimalanforderungen brauchst, sag ich mal, um so einen Fisch zu fangen, da brauchst du ja ungefähr, ich habe jetzt nicht im Kopf, aber so ungefähr die Hälfte, sag ich mal, von dem Fischgewicht brauchst du ja als Tragkraft von der Schnur, das ist ja auch irgendwie unrealistisch, oder? Ich brauche ja keine 10 Kilo Schnur, um dann 20 Kilo Fisch aus dem Wasser zu ziehen, das ist ja alles. Nee. Alligatorhecht, 40 Kilo. Und was, brauchst du das, auch die dicksten Dinger da. Was hast du so zu den Louisiana-Bildern? Wie gefällt dir der See so bisher? Sind ja schon etliche Bilder jetzt veröffentlicht worden.
Ja, bin ich mal gespannt. Also echt würde ich da ungern angeln, aber ich hoffe, das wäre, glaube ich, auf Dauer ein bisschen teuer bei den ganzen Krautfeldern. Aber ja, ansonsten würde ich da vor allem sieht halt, gut umsetzen. Sieht halt sehr sumpfig aus, ne? Also überall so Kraut und Sumpfgebiet und mal gucken, ne? Hast du die Bilder neuen User Interface gesehen? Ja, die hatten ja da schon sogar die Fische gespoilert, die da kommen werden. Genau. Ne? Ja. Ja. Das sieht auch echt professioneller aus jetzt. Nicht so wie so ein Kindergartenspiel da oben mit so einer dicken. Ja, sieht auch schön deutlich aus. Und ich finde es halt gut, dass sie jetzt auch die Fische so ein bisschen beschrieben haben. Ja. Das finde ich halt auch sehr cool, dass jeder Fisch so eine eigene Beschreibung hat und da halt auch die Köder angezeigt werden. Ne? Ich freue mich auf die deutsche Übersetzung. nicht nur, dass die überhaupt die geschrieben haben, ich glaube, das gibt es nicht sogar jetzt auch schon, ich weiß es gar nicht, aber vor allem, dass sie die verschiedenen Größen der Fische quasi da aufgelistet haben. Ja. Also, dass sie quasi sagen, okay, hier gibt es die einzigartigen und davon eben nicht. Nämlich, genau, dass du da am Rumrätseln bist, ob da jetzt ein einzigartiger von rumschwimmt oder nicht und da am Versuchen bist und suchen. Ja, so wie doch nicht klappt. So wie hier in Alaska, ne? Wo du mir dann erstmal gesagt hast, wie viele Einzigartige es gibt. Ja. Ich dachte so, ich habe alle zusammen und dann sagst du mir, das war, ich wusste es ja auch nicht, ne? Also deswegen, da muss man auch erstmal probieren und. Ja, also das ist schon ganz cool gemacht. Ist auf jeden Fall ein sehr umfangreicher Patch. Alleine die 3D-Avatare sind ja schon mega, denn und ganzen Klamotten denn und alles und dennoch das User-Interface und dennoch Louisiana, alles in einem Patch. Das ist schon krass, ja. Wenn ein neuer See. Was? Okay, ja? Sorry. Nee, sag du erstmal. Was natürlich vorteilhaft ist, wenn man jetzt, die hauen jetzt einen neuen See raus oder so, wenn man jetzt in einer Community angelt, dass man halt viele Leute hat, die dann da angeln und desto schneller werden die Spots gefunden halt, ne? Das wird ja auch alles in der Vergangenheit angehören, wenn die 3D-Avatare kommen. Ja, weil die Spots dann ja halt nicht mehr da sind, ne? Ja, entweder das oder du kannst halt einem einfach hinterherrennen, wenn sie noch da sind. Ja, wird man dann sehen, ja, also wie sie das jetzt wirklich, ob sie jetzt wirklich das komplett rausmachen mit den Spots oder ob die alle dann auf einer Stelle stehen irgendwie, ne? Obwohl ja in Alaska, sag ich mal, die Königslachse kannst ja auch an zig verschiedenen Spots angeln, ne? Am Stein oder auf der mittleren Sandbank oder auf der letzten Sandbank oder sonst wo. Also du musst da jetzt nicht genau irgendwo punktgenau stehen, um den halt gut zu angeln, ne? Ja, ich glaube generell, das ist eigentlich gar nicht mal. Ich glaube, das Spotfeeling hat auch viel mehr damit zu tun, dass viele Leute einfach nachmachen. Ja. Ich glaube schon, dass man teilweise die Fische auch noch anders fangen könnte oder auch an anderen Stellen vielleicht, aber wer sucht denn selber? Macht doch keiner. Ja, doch ich. Ja, aber wie viele sind da? Die kannst du an der Hand abzählen. Ah ja, klar. Aber, und das aber ist dann, hast du das auch gelesen hier mit den mit der grafischen Verbesserung, die jetzt noch kommen soll? Also Natural Overall Look, was sie da so schön geschrieben haben? Wenn die Bäume schön oder was? Und die Farben, dass die Farben auch noch angepasst werden so und also da bin ich ja mal gespannt. Also ob das wirklich denn noch alles ein Ticken anders aussieht, also mal schauen. Ich habe ja noch ein Bild von Louisiana gesehen, und zwar ist das eine Luftaufnahme. Da siehst du halt unten in diese Hütte und dann die ganzen Stege da und dann ist da rundherum nur Seerosen. Also ich denke mal, das wird echt teuer dazu angehen. Also was ich noch sagen wollte zu Louisiana, weil es da auch ein bisschen zu Missverständnissen kam, weil auf dem Screenshot halt zu sehen ist Level 26. Das hat der Killer Wheel schon erklärt, das ist jetzt nur zu Testzwecken. Das wird so Level 16, 17, 18 so in dem Dreh sein, also nicht viel mehr. Also man muss, also bei Level 26, da haben einige dann schon wieder gedacht, so ja okay, hat sich schon wieder erledigt, aber das wäre ja. Und die haben sogar gesagt, dass das Leveln an sich, also jetzt auch mit den späteren Leveln, angepasst wird, dass das jetzt nicht wirklich exponentiell da nach oben geht, ne? Also das haben sie auch schon gesagt, das hatte ich jetzt auch gelesen gehabt. Ja gut, aber die sagen ja schon seit einem Jahrzehnt quasi, dass sie die Level-Logs überhaupt entfernen wollen, das wird ja sowieso nie was. Ja, eine normale Simulation hat ja eigentlich kein Level-System, ne? Ja, die wollen halt eigentlich nur die Ausrüstung levelmäßig machen, ne? Und sie sehen halt irgendwie nicht. Aber ich weiß nicht, ob das ist halt schwierig, das auch irgendwie gerecht umzusetzen. So, ja, ne? Aber es gibt ja die halt einige Spieler,
die spielen das Spiel halt nur, um zu leveln. Ja. Ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, ist ja auch völlig egal. Nee. Aber ich zum Beispiel, ich spiele halt so, ich angel da, wo ich gerade Bock habe. Ne? Und ich muss nicht den größten Fisch fangen oder so. Das ist, ich spiele das als Simulation halt. Ne? Ja. Aber ja, die Photoshop-Skills von denen sind schon grandios, ne? Ja. Jetzt, wo ich gerade so den... Ich gucke mir auch die Luftaufnahmen an von dem Lusena-See, also wie dahinter den Regenwald da reingepatcht haben, man sieht das kaum. Das war jetzt gar keine Ironie oder so. Ja, ist schon krass. Ja, Pantoffel, hast du irgendwie noch Wünsche für das Spiel in Zukunft? Was würdest du gerne noch hier rein implementiert haben? Oder hast du noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge, was kommen könnte? Sollte. Boah, ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass die das so weit hinkriegen. Also wenn die alles das reinbringen, was die bis jetzt schon angeteasert oder erwähnt haben, was sie zumindest vorhaben, dann glaube ich schon, dass das Spiel noch relativ viel Potenzial nach oben hat und sich da auch durchaus verbessern kann. Von daher sind meine Wünsche da alle abgedeckt. Also, ich meine, egal was du dir gefragt hast, die hatten ja mal diesen komischen Frage-Antwort-Dings da bei Facebook, aber die haben auf jede Frage haben quasi gesagt, ja, das kommt. Also, ich meine, ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre sie noch da entwickeln wollen, ne? Aber von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das alles noch kommen wird irgendwann. Ja, also wenn die das clever aufziehen, dann läuft das bestimmt noch 3 Jahre. Also wenn jetzt noch Europa kommt, dann vielleicht noch Asien, Südamerika. Also Salz, Hochseefischen und Salzwasserfischen und... Also da ist ja noch... Alleine, was sie in Europa machen können, Deutschland, Frankreich, denn halt, wie du schon sagst vorhin, Norwegen, Schweden, da kannst du ja so viel machen noch, ne? Vor allem die ganzen anderen Angelmethoden, die da einfach gefragt sind. Ja, wir angeln ja auch ganz anders als die Amerikaner. Ne? Die meisten Amerikaner, so wenn ich das jetzt gesehen habe, so Fernsehdokus oder so, die sitzen alle in ihrem Boot, haben ihr Echolot und haben alle diese komische Castingrute in der Hand und angeln nur bei Sonne. unser einer, der geht zum gefrorenen See, der 1 Zentimeter mit Eis bedeckt ist und fährt erstmal mit dem Ruderboot durch, um da seine Angelstelle zu bauen. Das stimmt, war früher war ich auch immer, da waren wir Zanderangeln, waren wir nur im Winter, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie waren wir nur im Winter Zanderangeln. Ja. Und dann hast du da immer deine Äpfel mitgehabt zum Essen, aber du konntest nicht erstmal, die gefroren waren. Ne? Hast du reingebissen, hast gedacht, ja geil, ich muss halt hungern. Aber das habe ich mir zum Glück auch abgewöhnt. Ja, okay. Pantoffel, danke, dass du bei uns warst. Ja, danke, danke. Ja, war ein sehr nettes Gespräch und so. Ja, Frankie, hast du noch irgendwas was zu sagen oder so? Ja, ich fand's auch super, dass Pantoffel sich bereit erklärt hat, an unserer kleinen Gesprächsrunde teilzunehmen. Und ja, ich hoffe dann vielleicht auch mal, wenn die 3D-Avatare da sind, dass man vielleicht auch mal wieder zusammen ein bisschen angelt, so, dass man sich auch mal gegenseitig sieht denn. Ich denke mal, wird ja bestimmt gehen, Pantoffel, ne? Dass man auch mal dann zusammen irgendwie ein bisschen. Ja, ich hab noch ein Wunsch oder eine Bitte in eigener Sache. Und zwar stehe ich knapp vor den 100 Abonnenten. Yes! Und ich habe schon ein Video gemacht. Wenn ich die 100 Abonnenten habe, verlose ich halt irgendwie 4 Spiele. Steam Keys. Und ja, möchte ich dazu anregen, auf meinen Kanal zu gehen und ordentlich den Abonnier-Button zu vergewaltigen. So nur noch doppelt. Genau, wenn es geht, ja. Ne. Ja, okay, von meiner Seite war's das. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, Pantoffel. Ja, und immer gerne. Ja, auch bei dir, Underwater Frank. Jo, danke, alles klar. Ja, gut, dann bis zur nächsten Gesprächsrunde, wieder den kommenden Montag. Tschüss. Jo, tschüss, moin, moin. Ciao.